gedacht, dass wir hier nicht allein sind, weil auf einmal so ein Gepolter war. Aber wir gehen davon aus, dass das ein Tier war, weil das nur kurz war. Es war zwar laut, aber keine Schritte oder sowas, sondern ja, so ein Gepolter halt, als ob irgendein Tier lang gestolpert ist. Puh, das war jetzt erstmal gerade ein Zittriger, den wir hatten. Aber ja, wir gucken jetzt weiter. Oder? Melanie ist noch nicht so begeistert, aber wir gucken. Zugang, sage ich jetzt mal, in den unterirdischen Bereich, also von den allgemeinen Kellerräumen praktisch jetzt ja in das Stollensystem. Ja, und hier hat man schon richtig schöne, ja, wie soll ich sagen, also so wie man sich das im Lost Place halt vorstellt, ne? Also alles natürlich gealtert. Da seht ihr das mal. Und hier fällt von oben sogar noch ein bisschen Schnee, weil wir hier gerade an so einer schönen Öffnung sind. Das sieht richtig mystisch aus. Ja, krass, das scheint hier irgendwie so eine Art Förderturm oder Förderschacht gewesen zu sein. Da oben ist mit Holzbrettern zu. Ich glaube, da ist ja wahrscheinlich mal so ein Fahrstuhl hergegangen, würde ich sagen. Und hier habt ihr auch mal so ein bisschen die Marmorierung von dem Felsen. Also dieses weißlich-rötliche. Hier teilt sich das ein bisschen auf. Hier ist schon wieder irgendwas mit Fliesen ein Bereich. Da geht es gerade weiter. Auf jeden Fall hier echt ein bisschen spooky, weil durch das Wasser ist das überall ein bisschen ja, am Geräusche verursachen. Und dann guckt man halt immer zweimal hin, ob da irgendwas ist. Weil gerade hat man ja schon die Begegnung mit dem vermeintlichen Tier. Alles ist am Tropfen. Aber es sieht echt krass aus. Ja, es ist ja nur Wasser. Ja, man hat jetzt halt hier den Felsen und dann überall so schön die Rundbögen mit den Pflastersteinen. Und halt die Stahlträger reingezogen. Gut, so feucht wie jetzt wird es mal nicht immer gewesen sein. Besonders in Kriegszeiten, wenn da Munition gelagert wurde, dann ja, ist Wasser jetzt nicht unbedingt förderlich.
grüne Neune. Ah, da oben ist so ein Lüftungsschacht. Und die haben sich schön den Müll so reingekippt. Oh, das ist, glaube ich, alles so Asbestzeug. Da sollte man sich nicht lange aufhalten. Ja, hier liegt mal wieder auch wieder richtig Müll, was sie wahrscheinlich von da oben in der Mitte reingekippt haben. Aber da oben, das sieht richtig gigantisch aus mit den Wurzeln, die sich da jetzt durch das Gestein ziehen. Das ist, sieht ja richtig krass aus. Ja, die nächste Kammer ist genauso krass. Da oben ist sogar der Luftschacht im Prinzip schon verstopft. Ja, das meiste ist ja hier Bauschutt, so wie man das sieht. Also irgendwelche Baustellen haben wir schön ihren ganzen Müll hier entsorgt. Der hätte kostenpflichtig entsorgt werden müssen. Ja. Ah, hier sieht es nicht ganz so krass aus. Das kann auch sein, dass dieses Geräusch, sagt Melanie gerade vorhin, was wir als Tier vermutet haben, dass das einer gewesen ist, der seinen Müllsack hier reingeschmissen hat von oben durch die Rampen. Traurig, traurig. Weil so ist es hier wirklich echt schön. Immer wieder solche schönen gemauerten Bögen, wo hier auch das Wurzelwerk von den Bäumen runterhängt. Krass. Ja, so ein bisschen, Melanie sagte vorhin so, hat so ein bisschen den Touch von Grand Canyon hier, von der Farbe. Das sieht krass aus. Dann wieder leider zu. Seht ihr jetzt nochmal diese ganzen Wurzeln hier, die so richtig schön durch das Gestein kommen. Und hier ist auch irgendwie, ach guck mal, da stand man nach oben. Das ist wie so eine Art Brunnenschacht gewesen. Der so tief reingehen. Ja, genau, das ist hier ein Teil davon. Krass. Ach, der ist zu, jo. Der ist hier zu, ja. Das haben wir schon mal von oben gesehen gehabt.
Jetzt wissen wir, wo das Ganze endet. Ja, Leute, jetzt sind wir hier. Scheinbar zu den Hauptbereich der ehemaligen Brauerei gekommen. Hier müssen nämlich irgendwelche Becken gewesen sein. Dieser Prozess, um das Ganze hier, ja, fertig zu machen. Ich weiß es nicht, ich kenne mich da halt leider in solchen Sachen gar nicht aus, wie was, welche Prozesse notwendig sind, um jetzt Bier zu brauen. Man kennt halt nur irgendwie diese riesigen Kessel. Aber hier müssen ja noch diese ganzen Zutaten, Hopfen, Malz und so weiter. Vielleicht sind das auch Becken, wo irgendwie erstmal was gewaschen wurde oder eine Vorproduktion stattfand. Weil das hier sieht auch irgendwie aus wie solche Art Heizkessel. So Boiler oder sowas. Immer aufgeschnitten. Hier geht's auch irgendwie rein. Ja, keine Ahnung. Hier kann man hier noch ein bisschen hochgehen. Oh, mache ich vielleicht doch nicht. Das ja, vergisst man halt auch immer. Das alte Zeug. Ja, hier sind nochmal diese Kessel von oben. Ja, Kessel sind es nicht, Becken. Oh, ich weiß nicht. Vielleicht weiß es einer von euch, wie dieser Prozess hier abgelaufen ist. So, vier große Becken. Und auf der anderen Seite sind auch nochmal Becken. Ja, wir können euch auch jetzt gar nicht sagen. Oder doch, wir wissen es eigentlich schon, aber da würden wir jetzt ein paar Sachen verraten, sage ich jetzt mal. Das wollen wir jetzt an der Stelle nicht. Das ist mal wieder so ein richtig ekliger Pilz. Von da sind wir, glaube ich, gekommen. Oder? Das ist gerade nicht mehr. Da sind wir gekommen. Ja, okay. Jetzt kommen wir nochmal in die größere Halle. Ja, hier ist echt nochmal eine riesige Halle. Boah. Ja, Leute, dann sind wir jetzt im Prinzip durch mit dieser Uferlagerung bzw. ehemalige Brauerei. Und es war mega interessant, besonders dieser rötliche Sandstein hat einen schönen Kontrast gegeben zu den Ziegeln. Auch richtig schön zum Fotografieren und überhaupt, wie das unterschiedlich angebracht gewesen ist und dass man auch noch Sachen von der Brauerei gefunden hat,
Wirklich klasse. Ja, dann war's das jetzt mit diesem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!